Recht herzlich willkommen zur 40. Folge von Factorio. Ja, wir sind auf dem Weg zum Eisenerz. Oh, falsch rumgefahren. Gucken, was wir da gedreht kriegen. Bisschen reinzoomen, ne? So. Das ist ziemlich schwer zu lenken, ne? Oder zu fahren. Aber wir müssten jetzt langsam da sein, sind wir auch. So. Und dann können wir jetzt aussteigen gerade. Und einsammeln. Da. Nehmen wir mal alles mit. Eisen en masse. Oh, kein Strom, weil die Laser arbeiten, okay. Aber das ist wohl alles gut gewesen. Interessant. Okay, und dann nehmen wir das auch noch mit. Das ist immer die Frage, ne? Wie weit das Spiel ist voll okay. Dann fahren wir wieder zurück. Oh. Also ich hätte jetzt gedacht, ich kann da dicker vorbeifahren. Dann halt nicht, ne? Na, du kommst aber spät, ne? Okay. Ich glaube, hier parken wir, ne? Aufsteigen und in irgendeine Kiste das Zeug packen. Nur da reinpacken. Ah, Eisenerz. Ah. Jetzt haben wir das halbiert, aber wieder genau das gleiche in grün. Genau, dann haben wir das geschafft. Warte, jetzt müssen wir noch ein bisschen zurücknehmen und das aufs andere Transportpunkt auch packen, denke ich mal. Na komm, einen nehmen wir noch. Und so. Haben wir alles drin, ne? Okay, Zugsignale erforscht. Wunderbar. Das ermöglicht Zugsignal und ein Steuerkettenzugsignal. Interessant. Gut, das heißt, wir müssen eine neue Forschung machen. Machen wir doch gerade, ne? Ist ja nicht mehr so ganz so viel. Greifarmstapelgrößenbonus. Hohlschaden. Forschung dann durch, oder was? Das sind beide, das sind auch beide. Komm, ist egal, glaube, was wir forschen, oder? Zeit ist 30, 30, 60, okay. Das benötigt noch was, das benötigt auch was, ermöglicht. Ja, komm, mach das erst, egal. Gut, ja, das haben wir gemacht. Das läuft auch. Wo wir letztes Mal reingeguckt hatten, waren in die Elektroteile. Und die sind wieder ziemlich wenig unterwegs. Wir brauchen mehr Elektroteile. Und da stellt sich dann die Frage, wo produzieren wir die, ne? Hier oben war noch was möglich. Ah, da werden auch welche gemacht. Da fehlen aber auch Kupferleitungen, ne? Das bedeutet Kupferleitung. Gucken wir mal. Warum geht's hier nicht voran? Geht's aber voran. Die warten auf Kupferleitung. Okay. So, jetzt marschiert's aber. Auf die Stahlplatten warten die, ne? Die kommen von Kupferplatten. Die kommen von da unten, ne? Ich sehe jetzt aber gerade nicht, dass wir welche aufgenommen haben, oder?
Laufen aber auch gerade keine vorbei. Weil die biegen alle hier ab, oder was? Naja, okay. Es sind vier Forschungen am Laufen. Sehr interessant. Das ist da am Laufen. Hier oben machen wir auch noch Kupferplatten. Kupferplatten, sage ich schon. Elektroteile. Ah, da fehlt es definitiv an den Kupferkabeln, ne? Die kommen da nicht vorbei. Was wird denn hier gemacht? Rote Tränke. Und hier? Kupferplatten, Kupferkabel. Die werden da jetzt auf jeden Fall auch gemacht. Und hier? Eisenräder. Und hier wahrscheinlich Metallplatten. Gut. So sollte besser laufen. Werden denn da oben? Ja, die werden jetzt gemacht. Wunderbar. Läuft einigermaßen. Gut, Forschung läuft, das läuft. Was wollen wir mehr? Zug wollten wir mal irgendwann bauen, ne? Können wir das schon? Nein, können wir bestimmt nicht. Der ist da, da fehlen uns Stahlträger. 30 Stahlträger fehlen uns. Aber ich weiß nicht, wo die gebaut werden. Gucken wir mal unten in der Kiste, ob die da gerade noch rausgenommen werden. 11 sind da. Wer produziert die Stahlträger? Es muss ein Ofen sein. Machen wir die da rein, dann müsste es doch schon klappen, oder? Es muss doch Stahlträger geben, ne? Ja. Wird auch draufgelegt. Was macht der Ofen? Wahrscheinlich auch Stahlträger jetzt. Ja. So. Was macht er? Nix. Dann macht er ab jetzt auch Stahlträger. 5 Stück werden gebraucht. Das sind 300 Stück. Geteilt durch 5, das müssten 60 ergeben. Das würde ja dann reichen. Gut. Wie sieht's hier aus so? Bisschen knapp, ne? Keine Eisenplatten da. Und die Drähte sind auch so schlecht dran, ne? Hier fehlen die Kupferplatten. Okay. Da oben waren wir auch nochmal mit Kupferplatten, mit Kupferdrähten unterwegs, ne? Hier nicht, da war es, oder? Ja. Irgendwie, na doch, der Kran baut sie ab. Oder Roboter. Solarpanels. Ja, da haben wir die Dinger reingetragen. Hier fehlt's, glaub, an denen, ne? Elektrobauteile fehlt's. Das war hier, ne? Oder? Ja, und da fehlt ein Roboter dann, ne? Oder? Den müssen wir noch herstellen, wenn... der wäre so reinzubauen, ne? Und Strom fehlt dann auch noch. Der hat jetzt das Elektroteil genommen und da reingetan. So wie der das auch gerade macht. Okay, sieht ein bisschen besser aus. Hat tatsächlich ein Solarpanel gemacht. So, wie sieht's hier aus? Oh, da haben wir schon das, was wir brauchen. Können wir jetzt einen Zug machen? Ja, können wir. Güterwagen, Auto, können wir auch machen. Können eine Diesellokomotive erstellen. Geht das wirklich? Produziert, produziert, produziert. Ist fertig. Oh, die braucht Treibstoff. Zug losschicken. Zug zeigen. Zur Station springen. Station entfernen. Keine Ahnung, was das hier ist.
Zu zeigen. Ach so, okay. Brennstoff. Würde jetzt laufen, ne? Wie kann ich da jetzt einsteigen? Tatsächlich. Aber ich kann nicht fahren. Oder ich weiß nicht, wie man fährt, sagen wir es mal lieber so, ne? Zur Station springen. Kein Zugteil zum Ankoppeln gefunden. Tja. Jetzt müsste man nur wissen, wie man ihn steuert, ne? So muss ich hier stehen bleiben. Widerstände. Säure 10, 20, Explosion 35, Feuer 15, Rohrschaden 50, 60. Diesellokomotive zum V-Lord aktivieren. Gesundheit. Jetzt weiß ich nicht, was diese Symbole alles bedeuten, ne? Das ist die Forschung gewesen. So, das ist da unten annehmen, okay. Ja, schwierig. Muss ich erst rausfinden, wa? Wie man einen Zug fährt. Das Auto war ganz einfach zu steuern, ne? Da war einfach einsteigen. Hier einsteigen. Und dann mit den WASD-Tasten. Der Zug fährt aber nicht so komisch. Dann gehen wir mit dem WASD-Tasten nochmal zum Zug. Einsteigen ist jetzt nicht. Doch, oder? Nee, irgendwie nicht. Muss ich an der Seite stehen, oder was? Sieht so aus. Zur Station springen geht nicht. Zug anhalten geht. Fährt. Holy Fire. Ach, das ist die Station wahrscheinlich. Ziel nicht erreichbar. Okay. Löschen wir das und probieren das. Nochmal. Das brauche ich nicht. So, das. Zug anhalten. Fährt aber nicht. Ja, gut. Wenn ich jetzt wüsste, wo diese Station ist. Ziel nicht erreichbar. Gut. Das bedeutet, wir müssen vielleicht hier noch ein paar Gleise legen. Dann gehen wir mal da raus und schauen. Hier müssten wir wahrscheinlich noch ein paar gerade Gleise legen erstmal. Und das machen wir doch erstmal, oder? Und schon alle. So. Das würde da funktionieren soweit. Nee, das wollte ich ja gar nicht. Bin ich jetzt eingestiegen? Nein, ich bin noch gar nicht eingestiegen. Das wollen wir als erstes machen.
Obwohl ich glaube, das gar nicht brauche. Wo sind diese Stationen? Das ist die Frage. Ziel nicht erreichbar. Ja. Okay, hier unten geht es ja noch weiter. Das müssen wir dann wohl erst noch die Kurve kriegen, oder? Ne, da ist es. So und so. Die sind aber nicht verbunden, ne? So. Jetzt ist die Frage, wo das da hingeht. Das weiß ich nämlich nicht. Sieht so aus, als ob wir ja noch einiges an Gleisen brauchen, ne? Wie, dafür ist, und das gibt's auch gar nicht, dass es im Weg ist. Hä? Okay. Das sieht jetzt komisch aus, oder? So passt's. Aber irgendwie passt es dann doch nicht. Der Mast ist da verkehrt. Das kriege ich ja so nie verbunden, oder? Das kriege ich so nie verbunden. Nee, das geht so nicht. Na, und da sind die Teile auch schon zu Ende. Gut, dann müssen wir den dann da wegmachen und der muss woanders hin, ne? Werden wir dann wohl sehen müssen. Aber jetzt ist es erstmal genug, denke ich. Gehen wir zurück zu unserem Lager, schauen, wie weit das hier alles so läuft. Keine Forschung, das heißt, irgendwas fehlt wieder und das sind die grünen Tränke. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge kümmern wir uns wieder um die grünen Tränke, gucken, dass die Eisenbahn läuft und schauen dann weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.